Lärm und Gestank vom Verkehr haben uns während unserer Wanderung extrem gestört. Wir haben auf den Transittaxen und auch im Freizeitverkehr eine große Zunahme bemerkt. Insgesamt haben wir 9 alpenquerende Transitstraßen passiert. Wir haben auch 2 neue Eisenbahnbasistunnels gesehen am Gotthard und das im Bau befindliche am Brenner. Überall wird der Verkehr weiter zunehmen. Man muss vielleicht differenzieren. Auf Ebene von der Schweiz, die Schweizer Alpen, haben wir natürlich im Bereich des Alpenschutz, also jetzt gegen die negativen Folgen des Transitverkehrs, eine Verbesserung gehabt. Wir haben es geschafft, die Lastwagenfahrten über die Alpen von etwa 1,5 Millionen runterzubringen auf etwa 900'000. Das ist eine deutliche Verbesserung. Zudem ist generell auch der Ausstoß, der Schadstoffausstoß kleiner geworden. Es hat weniger Lärm gegeben. Also wir haben eine Verbesserung in der Schweiz im Bereich der Lastwagenfahrten über unsere Alpenpässe. Wir sind noch nicht am Ziel, aber es hat eine Verbesserung gegeben. Europäisch betrachtet, und das ist eine Perspektive, die wir als Alpeninitiative einnehmen, weil wir wollen die Alpen schützen als Alpen und nicht an den Landesgrenzen aufhören, hat es auch andere Alpenübergänge, wo es deutliche Verschlechterungen gegeben hat. Beispielsweise in Österreich, zwischen Österreich und Italien, am Brenner. Dort ist die Anzahl Lastwagen massiv gewachsen. Die Situation dort ist dramatisch, gerade auch für die lokale Bevölkerung. Und das ist natürlich ein Thema, das so nicht geht. Und wir sind engagiert, zusammen mit Leuten am Brenner dafür zu sorgen, dass es endlich eine europäische Alpenschutzpolitik gibt, dass auch in Europa, in den anderen Alpenländern in Europa, eine Verlagerungspolitik auch eingeführt und durchgesetzt wird, wie wir sie in der Schweiz haben, die eben dafür sorgt, dass eben Güter auf die Schiene gehen, auf der Schiene, im Zug transportiert werden und eben nicht mehr auf der, der Straße. Man kann beim Thema Verkehr auch Ähnliches aufzeigen. Wir haben damals miterlebt, kann man so sagen, live im Lungau, eine Aktion, die von einem alten Mittelschullehrer in Gang gesetzt wurde, nämlich das Telabus-System, das damals im Lungau schon funktioniert hat. Und wenn ich heute so durch den Alpenraum gehe, dieses Prinzip des Telabuses, das heißt, der Tourist wird auf der einen Seite ein Tal hinauf mit dem Bus gebracht, kann über den Berg gehen und wird drüben von einem öffentlichen Bus wieder abgeholt. Oder? Dieses Prinzip ist dort mehr oder weniger entstanden und gibt es inzwischen im ganzen Alpenraum, überall. Der zweite Punkt ist eine Anzahl von Tourismusdörfern, die sich entschlossen haben, den sanften Weg, was den Verkehr betrifft, zu gehen. Werfenwing, Paradebeispiel in Salzburg, wo man also wirklich schon vor 20 Jahren etwa mit Beginn das Dorf umgestellt hat auf sanften Verkehr. Abholen beim Bahnhof, sanfte Mobilität im Ort und so weiter. Da gibt es unzählige Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um auch diesen Bereich, Verkehr, ist ja verbunden mit Lärm, mit Abgasen, gerade in einem Tourismusdorf ein Wahnsinn eigentlich, widerspricht sich völlig. Und das umzusetzen, da sieht man jetzt viele Beispiele und ich glaube, das ist eine gut, super Sache. Das ist Tourismus sanft, oder? Dahin müssen wir hinkommen. Aber es geht eben leider noch ganz andere Dinge, eben der Lkw-Verkehr durch den Alpenraum, die höhere Dimension an Verkehrsirrsinn, oder? Da müssen wir auch noch schauen, ob es Wege gibt, die natürlich Gesamteuropa betreffen, letztlich global wirksam sind. Und da einzugreifen, da tun wir uns furchtbar schwer. Und da merken wir auch noch, da haben wir momentan nicht viele Chancen, der Gütertransitverkehr im Alpenraum steigt und steigt und steigt. Mit den vielen, vielen Tausenden von Lastwagen, die jeden Tag auf den einzelnen Alpentransversalen über die Alpen oder durch die Alpen durchgehen, dann orte ich dort nach wie vor einen extrem hohen Handlungsbedarf. Im Jahr 92, wenn man die Alpenkonvention verabschiedet hat, haben die Vertragsparteien als Ziel für den Bereich Verkehr festgelegt, die Belastungen des Verkehrs in den Alpen, auf die Bevölkerung, aber auch auf die Lebensräume in den Alpen, und jetzt kommt es, auf ein erträgliches Maß zu senken. Das heißt, man hat 1992 schon gesagt, das Maß, das wir 1992 hatten, ist eigentlich nicht mehr erträglich, das ist unerträglich, weil sonst müsste ich es ja nicht auf ein erträgliches Maß senken. Stellt sich für mich heute die Frage, haben wir das geschafft? Und ich glaube, das muss man sich ganz, ganz genau anschauen.
und sich dann auch selbst an der Nase nehmen und sagen, naja, es gibt schon einige positive Entwicklungen. Gibt es auch sehe in der Schweiz und zum Teil auch anderswo gute Verlagerungsbeispiele auf die Schiene. Aber im Grunde das Problem haben wir nicht gelöst. La realizzazione dell'autostrada d'Alemania o prolungamento A27, poiché pensiamo che se essa dovesse venire realizzata, lascerebbe dietro di sé solo macerie ambientali e sociali. Per questo motivo sottoscriviamo il memorandum. Die Forderung eines strikten Neins für jeglichen Neu-, Aus- und Weiterbau von hochrangigen Straßenprojekten im Alpenraum zwischen Brenner- und Dauernautobahn. Die Ermunterung der Politik zum Ergreifen einer abgestimmten, einheitlichen Mobilitätspolitik und Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene entlang der bestehenden alten Transversalen Rosenheim-Verona und Udine-Pontebba-Villach im Anwendungsbereich der Alpenkonvention. Und schließlich den Appell an alle Verantwortungsträger auf der europäischen, nationalen, regionalen und kommunalen Ebene in den Bereichen der Wirtschaft, des NGO-Netzwerkes, der Gremien und an die Zivilgesellschaft, diese Initiative einer um ihre Zukunft besorgten Grenzregion in ihrem Nein gegen die Alemannia zu unterstützen. Katitsch, St. Oswald und Zillian am 7.7.2017. Danke. Bisher besitzt nur die Schweiz funktionierende Verlagerungsinstrumente. In den anderen Ländern fehlen Lösungen, um den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Wichtig sind die Angebote der sanften Mobilität und des öffentlichen Verkehrs. Da haben wir einiges gesehen, im ganzen Alpenraum innovative Lösungen, die aber leider bisher noch zu wenig in die Breite gehen.